Und herzlich willkommen hier wieder bei Strategy Command im Ersten Weltkrieg gegen Mr. West. Und mal sehen, wie es so aussieht. Ich hoffe, dass wir in Serbien noch entspannt weiter vormarschieren können. Und hier zu der österreichischen Flotte will ich gleich auch noch mal kurz was sagen. Ah, da hat echt mal einer Schaden gemacht auf das U-Boot. Kommt da wirklich nicht durch. Also, es ist halt echt das Thema. Ohne Zerstörer kommt man nicht gegen U-Boote an. Und ich weiß gar nicht, ob die hier von Anfang an einen Zerstörer haben, die Entente im Mittelmeer. Und solange sie da nicht durchkommen, keine Hilfe hier. Okay, unser Reiter geht womöglich drauf. Aber das hat auf jeden Fall den Feind schon mal gezwungen, ein bisschen nach hinten zu ziehen. Aber jetzt mit dem Chor. Naja. Ach, läuft der Reiter einfach am HQ vorbei, wie fies. Das wird hier im Osten langsam ganz unangenehm. Okay, aber hier haben wir keinen Reiterdurchbruch, das ist schon mal gut. Böse rückt er wieder ein. Und die Briten jetzt noch gerade eine Offensive machen? Wo sind eigentlich unsere Seeminen? Sind da letzt wer reingefahren? Das hätte ich gar nicht mitbekommen. Den Set den Eindruck, dass die Rundenberechnung jetzt hin und wieder mal einen Ticken länger dauert. Okay. Also die Österreicher bekommen immer größere Probleme. Es sind auch ein paar Deutsche oder ein deutsches Korps draufgegangen. Ortschaften verloren, ja. Hier kriegen zwei neue Korps. Die Seeminen sind tatsächlich weg. Wer von euch war jetzt nochmal ein Zerstörer? Das will ich nochmal eben machen. Ich ahne, warum die Seeminen weg sind. Haben da gleich auch neue platziert. Okay, was ist jetzt erstmal, was ich noch sagen wollte hier mit der österreichischen Flotte? Ich weiß nicht ganz warum, aber es scheint irgendwie Bewegungspunkte technisch ein Problem zu geben bei der Entente, was hier wohl irgendwie mit dem Schlachtschiff oder auf jeden Fall mit dieser Seemine zusammenhängt, daran, dass Albanien noch nicht im Krieg ist und dass man da irgendwie nicht langkommt. Das U-Boot steht natürlich im Weg, aber hier auch mit dieser Konstellation. Wir hatten als Spieler darüber gesprochen und da ist anscheinend irgendwas ziemlich Fieses dabei rumgekommen, was ich eigentlich nicht geplant hatte, aber jetzt natürlich für uns umso besser funktioniert. Schaut uns dafür bei Mr. West rein, der wird das ein bisschen näher erklären. Dann gab es noch eine andere interessante Sache, nämlich, dass es noch eine Regel gibt, dass sozusagen für einen Kampf nur berechnet wird, was man auch tatsächlich sieht an feindlichen Einheiten. Das mag simpel klingen, aber jetzt, wenn man zum Beispiel ein feindliches HQ nicht sieht, das aber in den Kampf eingreift, dass dann eben die Kämpfe deutlich anders ablaufen. Und das kann hin und wieder zum Beispiel ein bisschen Würfelpech erklären. Wir sehen jetzt zum Beispiel kein feindliches HQ, aber laut den Regeln, wenn da irgendwo eins ist, sind die Kämpfe wahrscheinlich noch ein Ticken zu unseren Ungunsten mehr als prognostiziert wird. Seite 182, glaube ich, war das. Na gut, fangen wir erstmal an. Regen, das heißt, die Flieger fliegen nicht. Gerade warum wir hier nur so miese Angriffswerte auf den haben. So, der hat sich verschanzt. Da hätten wir auch alles nur 3-2. Na gut, sonst lassen wir ihm das Feld einfach. Ich würde hier im Westen defensiv bleiben, dann sind wir an dieser Front direkt fertig. Serbien, also ich meine, irgendwann kam noch Albanien dazu. Oder kommen die nicht, wenn Montenegro zu schnell kapituliert? Also jetzt nicht, sonst machen wir auf jeden Fall hier weiter. Der Reiter lebt noch. Bloß nicht mehr lange. Aber er hat hier die Leute zurückgezogen.
auf jeden Fall weiterkommen. So, wir haben theoretisch hier, zumindest im nördlichen Teil Serbiens, überall Versorgung. Oh, falsch geklickt. Aber der Angriff ist gut gegangen. So, einige österreichische Einheiten bräuchten hier eigentlich auch erstmal eine Pause. Unseren Reiter da irgendwie rausboxen. Sieht nicht so aus. Wir kommen einfach nicht weit genug rein ins Land, leider. Und ja, unsere Einheiten bräuchten hier und da auch mal eine Pause, obwohl, wenn wir den da irgendwie noch schlagen. Jetzt können wir da zum Beispiel auf die Straße gehen. Irgendwer, der jetzt noch einen Angriff hat. Danke. Zweifel nehmen wir hier die deutsche Kavallerie und sichern uns schon mal diesen Ort. So, 4-2, das ist halt auch nur eine Abteilung. Und weil wir mit einem Chor reingehen, wäre das, finde ich, ein bisschen unschön, so zu kämpfen. Warte, Oberheitsversorgung 6. Nirgendwo im Ort selbst. Der Österreicher passt hier erstmal auf, falls Albanien doch in den Krieg kommt, dass wir den Ort da nicht einfach verlieren. Na gut, gehen wir schon mal rauf. 4-2. Vielleicht kann der nachrückende. Kann es leider nicht beenden. Wenn du dahin gehst. Ah, kann sogar den Ort direkt einnehmen. Das ist gut. Das rettet unseren Reiter immer noch nicht, aber wir sind hier dann soweit durch und in ein paar Runden müsste das dann fallen. Wir, ja, können ja schon mal das Bergwerk mitnehmen. Ansonsten, ja. Wir haben halt einfach nicht mehr die Bewegungspunkte. Sonst kriegen diese Korps hier zum Teil auch eine Pause. Ich denke, wenn die Deutschen da einmarschieren, sollte das reichen. Und auch Bulgarien müsste ja langsamer in den Krieg kommen mit 71%. Wenn die sehen, dass wir hier weiter vorangehen, sollte das eigentlich alles knappen. So, die Osmanen von Sanders läuft weiter. Und die laufen weiter. Ja, Ostfront. So, Reiter da gefällt mir ganz und gar nicht. Und mit dieser Abteilung werden wir den bestimmt auch nicht loswerden. Aber wir sollten uns erstmal um diese Ecke kümmern. Stehen unser Reiter wieder fit. Also ich würde sagen, das Akku ziehen wir hier zurück aus der Frontlinie. Jetzt muss der Bomber mal irgendwo hin, wo er vielleicht auch ein bisschen weg ist von diesen Reitern. Dann ziehen wir uns hier in diesen Ort zurück. Die Reiter, denke ich mal, können das da erst noch mal halten. Und dann würde ich gerne mich hier an dieser Stelle noch verschanzen. Wir könnten zum Beispiel unsere Reiter hier hinziehen. Es ist natürlich niemand in der Festung, sehr gefährlich, wenn da einfach so eine freilaufende Kavallerie ist. Aber dann holen wir einfach mal. Wir könnten auch diese Abteilung da einfach zurückholen. Na gut, warum eigentlich nicht? Wir holen diese Abteilung dann da in die Festung. Können wir mit der Infanterie vielleicht noch offensiver agieren? Und ja, wer kümmert sich um den Reiter? Und wir könnten dieses Korps im Zweifel zurückschicken. Na gut, machen wir das mal. Ich habe keine Lust, dass der hier zu viel Ärger macht. Ich würde sagen, ihr werdet mal verstärkt. Dann müssten wir den hier bald einfangen können. Ich. Gut, was haben wir hier? 2-2, 2-2. Dann ihr besetzt auch erstmal wieder diese Straßenkreuzung. Die erscheint mir recht wichtig. Und dann bleiben wir hier drüben defensiv. So, hier.
Zum Teil jetzt sogar schon unsere Abteilung. Den Gegner vernichten. Können die geschwächten Österreicher das da mal wieder einnehmen. Die haben wahrscheinlich eh nicht die Punkte, die wieder hochzuziehen, weil Österreich ja nun mal tendenziell immer zu wenig Punkte hat. So, da kommen wir nicht rein. Wird insgesamt an der Front mal schauen. Wir sollten zusehen, dass wir unsere Reiter da aus der Einkesselung zurückkriegen. Das war ein richtig schicker Angriff. Okay, die können da im Zweifel auch einfach selber rausreiten, haben aber auch nur noch eine Versorgung von 2. Was dann, ob jemand in Dvinsk ist? Na gut, wir schauen erstmal, ob wir unsere Leute da rauskriegen. Bei 1, das klingt gut. Hier ist ein 4-1. Aber wir haben hier zum Teil natürlich auch nur Abteilungen mit dabei. Also dieses Korps. Gut, wenn wir dahin ziehen, hatten wir erstmal wieder eine Landverbindung. Was die Versorgung immerhin auf 4 anhebt. 3, 2. Ich würde sagen, du gehst mal mit auf den drauf. Dann würde ich einfach mit dem Reiter mal schauen, ob jemand da ist. Ja, wenn nicht, dann nehmen wir die Festung. Also ich meine, wenn sie so unbewacht ist, unbewachte Festungen sind immer ein bisschen unschön, finde ich, dann ja. So, wir kommen an diese Ecke. Gut, du passt dich jetzt aber trotzdem nochmal auf die Straße hinter Grodno auf. Nicht, dass diese restlichen Einheiten hier zusammenraffen und das vielleicht doch noch einkesseln. Der Dektasaku, was machen wir jetzt hier? Diese Festung ist zu stark, die müssten wir eigentlich auf Dauer einkesseln. Ich würde es eigentlich gerne sehen, wenn wir diesen Reiter da loswerden könnten. Gut. So, dieses Korps hat Probleme und muss, denke ich, erstmal nach hinten. Oder sagen wir mal, du gehst dahin und dafür gehen wir zumindest die Abteilung nach vorne. Weil es ist jetzt zum Teil ein bisschen verwirrend, wer den jetzt schon gezogen hat und wer nicht. Jetzt sind wir hier schon wieder eingekesselt. Mist. Ich muss sagen, das habe ich irgendwie total übersehen gerade, dass die uns eingekesselt haben. Ja, wer soll da jetzt noch rein? Ja, das ist jetzt doof. Moment, ich muss kurz nachdenken. Also, werden das vielleicht verlieren? Hier und da sind unsere Einheiten in wirklich schlechtem Zustand. Aber ich denke, mit der Eroberung dieser Festung gleicht sich das schon alles aus, weil der Russe da jetzt eigentlich massiv irgendwas hin verschieben muss, um die Lage noch zu retten. Wir haben dieses Korps hier über. Sagen, du machst einen Gewaltmarsch hierhin, weil wir hier, denke ich, noch ein bisschen was brauchen können, um vielleicht nach Brest-Litowsk oder hier nach Süden, nach Warschau zu ziehen, wie auch immer. Und das Korps, ja. Sag's nicht gerne, aber es sieht ziemlich verloren aus. Man jetzt wohl hinnehmen. Ja gut, ich habe es einfach zu spät gesehen. Also das war nicht gut, gebe ich zu. Hier waren wir, denke ich, ansonsten alle nennenswerten Einheiten gezogen. Dann müssten wir hier mal wieder verstärken, wenn wir ein paar Pünktchen über haben. Und hier wäre auch insgesamt Verstärkung schön. Westfront bleibt erstmal so stehen. Schiffe, haben wir noch einen Zerstörer? Legen wir einfach ein paar neue Seemin hin und die U-Boote passen auch auf, dass keiner kommt.
Also mir reicht es im Moment, wenn wir unsere Küste hier halten und dann einfach mal sehen, wofür die Flotte wir noch gebrauchen können. Aber die können ja auch erstmal schön warten. So, dann sind wir soweit fertig hier im Osten. Also hier in der Mitte muss man mal sehen, wie das läuft. Da sind beide Seiten recht gut. Hier bräuchten wir vielleicht noch ein paar Einheiten, um überlegen zu werden. Über diesen Reiter bin ich sehr, sehr froh. Österreich verteidigt erstmal und Serbien fällt demnächst. Die Flotte hält das und im Westen wird soweit auch weiter gehalten. Aber wir haben natürlich noch neue Einheiten. Das trifft sich gut, weil wir hier vielleicht auch nochmal frische Korps gebrauchen können. Ja, vielleicht hier bei Grodno. So, dann können wir jetzt aber, denke ich mal, von der Forschung her einiges tun. Mal mit 88 Punkten. Ich bin am Überlegen. Na komm, osmanische Luftwaffe, das habe ich gesagt, machen wir, dann hauen wir da jetzt auch rein. Jagdflugzeuge oder erstmal noch was anderes. Finde eigentlich die Erdkampfwaffen auch ganz nett. Nur der Österreicher Industrietechnologie, das. Den Punkten läuft halt sehr, sehr schlimm. Und Grabenkrieg, dann ist deren Verteidigung stärker. Die deutschen Industrietech läuft. Vielleicht noch eine in die Gasgranaten. Können gar nicht mehr in die Artillerie stecken. Gut, Frage, was brauchen wir darüber hinaus? Noch 200 Punkte. Ich will mal eben sehen, Korps, die wir verstärken können. Ja, oder Abteilung, ihr kriegt den einen. Gut, ansonsten haben alle gekämpft. Können die ihn da vielleicht auch mal hochziehen? Alter, da sind dann wahrscheinlich auch verloren, aber naja. Sie haben mir dafür gesorgt, dass der Feind ein bisschen zurückgewichen ist. Aber jetzt mal die Westfront wieder fit. Und wenn wir so viele Punkte haben, würde ich sagen, wir gehen in der Diplomatie auch wieder mehr auf Spanien. Wenigstens mit einer Marke, dass wir das dann halt in nächster Zeit hier alles langsam aufbauen und sie vielleicht tatsächlich mal in den Krieg kriegen, wäre ganz interessant, fände ich eigentlich. Und dann haben wir immer noch ein paar Pünktchen über, 137. Frage ist halt, wir könnten ein U-Boote stecken für unsere Schiffe. Wir könnten unsere Infanterie stecken, wir könnten eine Luftwaffe aufbauen. Muss kurz mal drüber nachdenken. Es gibt halt so viele Möglichkeiten. Panzer würde ich eigentlich lassen. Die bringen es jetzt nicht so sehr. Oder Mobilität. Ja, warum nicht Mobilität? Das ist etwas, was auch sehr, sehr nett ist und gibt ja auch nur eine Stufe. Also wenn man das früh forscht, hat man das irgendwann einfach und dann ist gut. Dann haben wir noch 60 Punkte. Sonst gehen wir noch einen in den Grabenkrieg. So, alle Punkte sind nach Österreich, hat noch ein paar über und viele, viele angeschlagene Einheiten. Nehmen wir mal die zwei, weil die hier gerade gegen Russland kämpfen, die brauchen ja wohl am ehesten. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig. Die einen Bewegungspunkt mehr hätten die direkt die Stadt holen können, aber gut. Bulgarien ist dann jetzt bald auch endlich auf unserer Seite. Direkt der nächste Fortschritt bei den Artilleriewaffen. Oh, weia. Mit den Deutschen, die jetzt schon so schnell so hochgezogen, vielleicht können wir die dann ja doch bald im Westen einsetzen. Industrietech für die Deutschen, oh. Das ist technologisch eine wunderbare Runde. Infanterie für die Österreicher, das ist auch sehr schick, weil die kann man ja nur langsam erforschen. Aber ich meine, wir hatten ja auch letzte Runde gar keinen Forschungsboost, deswegen ist es, finde ich, gerecht, dass wir jetzt mal stärker haben. Die Feldkommandos sind bald abbezahlt, dann haben wir wieder genügend Pünktchen. Und ja, alles in allem, Serbien müsste bald fallen und den Rest schauen wir mal. Dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Mr. West und der Entente mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.